Hi und herzlich willkommen auch heute nochmal zum Thema Esssucht und so weiter. Denn ich habe mal, worauf ich hinaus will heute in diesem Video ist, dass es vorgestellt ist der Entzug immer viel schlimmer, als er wirklich ist. Und zwar, ich habe hier raus aus der Lustfalle Facebook-Gruppe. Wo wir in den letzten 4 Jahren kostenlose Challenges gemacht haben und wo auch jeder für sich alleine, wenn er das Bedürfnis hat, er braucht Motivation und wie heißt das? Accountability, sagt der Amerikaner dazu. Also wenn er was versuchen will, bei der Stange zu bleiben, wenn er gerade seine Ernährung verbessert, beziehungsweise die äußerst lustvolle Challenge angeht, dass er sich mit Hilfe der Gruppe regelmäßig sein Essen posten kann, um bei der Stange zu bleiben, denn das hilft enorm. So, und in der Gruppe sind über 700 Leute und ich weiß definitiv, dass nicht 700 Leute schon mal gechallenged haben. Also die meisten, die schon mal gechallenged haben, die kenne ich. Und das waren noch keine 700. Also habe ich mal in der Gruppe die Frage gestellt, was denn die Leute, die noch nicht mitgechallenged haben, in der Gruppe suchen, beziehungsweise warum sie noch nicht mitgechallenged haben. Und die häufigsten Antworten waren, dass sie entweder für sich alleine challengen oder dass sie Angst haben, nicht durchzuhalten. Und ich habe dann eine weitere Frage gestellt an die Leute, die alleine challengen, ob die sich denn an die Regeln halten oder ob sie ihre eigenen Regeln machen. Und die meisten haben gesagt, sie machen eine eigene Challenge mit ihren eigenen Regeln. Da spricht prinzipiell auch überhaupt gar nichts gegen. Außer, dass man sich mal fragen muss, warum macht man das denn? Warum macht man denn die eigenen Regeln? Und häufig sind die eigenen Regeln dann so, dass da immer noch ein Nahrungsmittel drin ist, was einen belohnt. Also das Ganze ist immer noch keine Vollkatastrophe oder so, aber es ist immer noch irgendwas drin, woran man sich festhält. Und bei den Leuten, die gesagt haben, ich habe Angst, dass ich nicht durchhalte, ist das so ähnlich. Auch die haben von vornherein das Gefühl, dass ja, es ist irgendwo so, im Hinterkopf ist das drin, dass die Vorstellung von dem Verzicht, entweder auf von allem, worauf man so in der Challenge verzichtet, oder halt auch nur von der einen letzten Substanz, an der man sich festhält oder so, dass das einem irgendwo im Hinterkopf so ungute Gefühle macht und dass man denkt, boah, das Leben ohne das geht nicht, das ginge gar nicht. Und ich glaube, das haben viele Leute, dass die sich sagen, ohne das und das Leben ging gar nicht. Meine Mutter ist berühmt dafür zu sagen, ohne Fleisch kann ich nicht leben. Mein Vater macht sich gerne lustig darüber, dass die Mutter sagt, sie könne ohne Fleisch nicht leben und ihre Kinder sind beide Vegetarier. Aber auch, ich habe schon mal ein Video gemacht über das Thema Essen lieben. Ne? Die Leute, die dann sagen, boah, ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte oder ich liebe ein ordentliches Steak oder so. Also wenn man davon spricht, dass man Essen liebt, dann hat man ein bisschen zu starke Gefühle in Bezug auf dieses Essen. Man sollte es schmackhaft finden oder sättigend oder ja lecker oder so. Aber lieben ist ein Hauch zu viel. Ja, und wenn man auf Sachen, die man liebt, verzichten will, dann ist das natürlich was man nicht will. Ne? Es ist genauso, wenn man ja, die Menschen, die man liebt, auf die will man ja auch nicht verzichten. Oder die Katze, die man liebt, auf die will man ja auch nicht verzichten. So, und deswegen ist irgendwie diese Vorstellung, denn das ist ja alles, vom Belohnungssystem ist das ja alles das Gleiche. Von unserem Instinkt ist das Gleiche. Wir haben Verlustängste. Verlustängste, die groß sind, weil wir das Essen ja lieben. Ne? So. Und dann stellen wir es uns ganz schrecklich vor, ein Leben ohne diese Substanz zu führen. Auch wenn es nur 3 Wochen ist, das mal nebenbei. Aber dann, und das ist ja der Sinn des Ganzen, tatsächlich stellt man aber währenddessen fest, dass es doch gar nicht so schwer ist. Man stellt fest, dass es wirklich nur 4 Tage sind, die man Zuckergelüste hat. Und man stellt auch fest, dass es tatsächlich geht, dass man doch ohne dieses Lebensmittel oder diese Substanz leben kann. Obwohl man dachte, das Leben wird total furchtbar sein ohne. Und das ist es dann gar nicht. Und deswegen ist es auch eine raus aus der Lustfalle Challenge. Es geht nur 3 Wochen, weil das ein Zeitraum ist, der kurz genug ist, dass man denkt, okay,
Wenn ich Scheiße finde, kann ich ja wieder aufhören. Also wenn man sich nämlich vorstellt, du musst das jetzt ab sofort für den Rest deines Lebens machen, dann glaube ich, gehen hier Scheuklappen zu oder so. Und dann will man das überhaupt gar nicht. Hier hat man 3 Wochen Zeit und darf sich dann Gedanken machen, findet man das gut, findet man das nicht gut, möchte man weitermachen, in welcher Form möchte man weitermachen und so weiter und so fort. Man kann dann frei entscheiden, was man an der Challenge gut fand und was man nicht gut fand daran. Aber dann ist man erstmal raus aus der Lustfalle. Bedeutet, das Belohnungssystem funktioniert wieder und bringt einen zu richtigem Essen hin, zu dem, was einen wirklich nährt und nicht nur das, was auf das Belohnungssystem wirkt. Warum mache ich dieses Video jetzt? Ich will den Leuten sagen, die Angst davor haben, auf irgendwas zu verzichten, dass die Vorstellung vom Verzicht viel schrecklicher ist, als es dann tatsächlich in echt ist. Gut, es gibt Leute, die haben echt vom Zuckerverzehr also vom Zuckerentzug Kopfschmerzen. Und die meisten haben auch die ersten paar Tage, inklusive mir, Scheißgefühle. Also so, dass man irgendwie ein bisschen depressiv ist oder ein bisschen niedergeschlagen oder so. Und dass man denkt, Kacke, ich will jetzt eigentlich, aber ich darf nicht. Aber das ist ratzfatz vorbei. Das ist eben nach 4 Tagen ist das vorbei und dann ist alles gut. Und dann ist alles besser als vorher. Das ist das Entscheidende. Und ich will ein Video machen für die Leute, die sich nicht trauen, weil ich will denen sagen, es ist wesentlich leichter und der Gewinn, den man hat, sich zu trauen, ist viel, viel größer. Also die Komfortzone zu verlassen, auch das hier, das lohnt sich, weil man dann erleben kann, wie man frei ist von Bedürfnissen nach Zeugs. Und das ist eine Erkenntnis, die ist echt groß, dass man nicht mehr fremdgesteuert wird durch die entsprechenden Substanzen, durch die entsprechende Nahrung. Durch Schokolade, durch Fleisch, durch Burger, durch was auch immer es ist, das einen krank macht und das einen ja irgendwie beherrscht. Ne? Es ist eine Form der Fremdsteuerung, wenn dein Belohnungssystem dich antreibt und nicht dein Verstand. Das ist scheiße. Ich weiß nicht, wie viele Leute das schon bekloppt gemacht hat. Auch schon viele Medizinstudenten, die halt in der Prüfungsphase dann irgendwie ja, Schoko in sich reingefressen haben oder so. Eine Kommilitonin von mir hat mal 10 Tafeln Schoketten oder sowas beim Aldi gekauft und die Kassiererin hat gesagt, sie müssen viel lernen, oder? Und das stimmte halt. Ich habe diese Geschichte auch schon mal erzählt, weil ich das so krass fand, dass die Kassiererin genau wusste, was mit meiner Kommilitonin los ist. Naja, ja. Es ist nicht so schlimm wie vorgestellt. Traut euch, raus aus der Lustfalle-Challenge zu machen oder überhaupt eure Ernährung zu verbessern. Zucker ist halt speziell. Zucker braucht wirklich nur 4 Tage. Die Entwöhnung von Fett und auch Fleisch dauert wahrscheinlich länger. Ich weiß noch, wie schlimm das bei mir war, als ich Fleisch dran gegeben habe und das ist 30 Jahre her. Ich weiß immer noch, wie schlimm es war. Ja, also traut euch. Das war's auch schon wieder für heute. Morgen gibt's, was ich an einem Tag esse. Genau, und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Und wenn ihr Erfahrungen damit habt, mit dem Entzug und damit, wie schlimm es war und ob dann die Gewinne nicht vielleicht doch besser waren als, oder es war dann doch mit der Challenge besser als vorher, also ihr habt mehr Gewinn gemacht als Verlust, dann schreibt mir das mal unten drunter, das würde mich interessieren. Das war's, ich sage ciao, bis morgen, eure Silke.